Montag, 4.12.2017, 14.10 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, brandet unterstrich Schandl unterstrich dieser, die Kämpfe in Sanaa sind eskaliert. In den vergangenen 6 Tagen seien 125 Tote und 238 Verletzte gezählt worden, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. Nun gibt es einen weiteren Toten, Ali Abdullah Saleh, Jemens langjähriger Ex-Präsident. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Mitte unterstrich 1, Saleh sei bei Kämpfen in der Hauptstadt getötet worden, berichtete der Rebellensender Al-Masira unter Berufung auf das von den Houthi-Rebellen geführte Innenministerium. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem mutmaßlich die Leiche Salehs zu sehen ist. Auch ein Sprecher von Salehs Partei bestätigte den Tod des 75-Jährigen. Der frühere Staatschef hatte den Jemen mehr als 3 Jahrzehnte regiert, war 2012 im Zuge des arabischen Frühlings aber gezwungen worden, sein Amt niederzulegen. Saleh und seine Anhänger hatten in den vergangenen Jahren an der Seite der Houthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung gekämpft. Sie kontrollierten zusammen große Teile des Bürgerkriegslandes auf der arabischen Halbinsel, darunter die Hauptstadt Sanaa. In den vergangenen Tagen bröckelte das Bündnis jedoch. In Sanaa brachen heftige Kämpfe zwischen beiden Seiten aus. Saleh ist ihnen nun zum Opfer gefallen.